So, hallo ihr Landratten, das ist der zweite Teil des Tutorials von U-Boat. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Tja, es ist ein ewig langes Tutorial mit vielen Fehlern, aber es macht Spaß ohne Ende. Es ist halt Early Access und man merkt das im Tutorial sehr stark. Sie werden das alles noch ändern. Ich habe ein paar Videos gesehen zu Sachen, die dazugekommen sind, die man im Tutorial leider noch nicht auswählen kann. Aber Sie haben es ja am Anfang geschrieben, es ist veraltet. Dann machen wir mal weiter. So, geschafft. Der Funker hört eine große Einheit, die nicht weit von uns entfernt ist. Das haben wir vorher schon gelesen. So, wechsle zur Karte und klicke mit der rechten Maustaste auf die Flugzeugträgergruppe. So, wenn ich die dann mal sehe. Ich sehe irgendwie gar nichts. So, wo sind wir hier? So, jetzt drücke ich nochmal und versuche jetzt einfach mal... Ah, ich glaube, der Flugzeugträger war... Wo war denn der? Das ist eine gute Frage. Ich sehe Flugzeuge, aber ich sehe keine Flugzeugträgergeschichte. Warum nicht? Hm. Ah, der Punkt ist da oben. Mein Gott, bin ich blöd. Sorry. Hallo? Ich drücke die rechte Maustaste. Ah, ich bin im Pause-Modus. Geht auch nicht. Okay, dann gehen wir mal dahin. Vorher ging das. Da konnte ich den Kurs einfach ganz normal auswählen. So, jetzt geht das. Puh. Entsende einen beliebigen Offizier zu den Ventilen, damit wir wieder auftauchen können. Auch das werden wir tun. Einen beliebigen Offizier. Was macht denn der Neumann? Kapitän. So, wir gehen von der Karte weg, gehen zu den Ventilen. Und dann tauchen wir einfach mal auf. So, Mr. West, wir brauchen alle Torpedos, um die Beute zu versenken. Markiere unseren Ingenieur West. Hm. Ja. Lustig. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Neumann auswählen. Wähle aber erstmal Mr. West aus, der die Torpedos macht. Jetzt habe ich dasselbe wieder wie vorher. Ei, ei. So, mach die Torpedos fertig. Neumann geht an die Ventile. Wir wollen ja auftauchen. Ja. Wenn ich sie finde. So, alles am Arbeiten hier. Ich finde wieder nichts. Das ist aber normal. So, auftauchen. Und jetzt macht mal ein bisschen hinne, Leute. Das kann ja nicht sein hier. Das seid ja alles lahme Krücken. So. Greife den Flugzeugträger an. Das werden wir tun. So, anblasen. Das heißt, wir tauchen auf. Schön. Größe M. Okay. So, kann ich jetzt zum Flugzeugträger schnell fahren oder kann ich das nicht? Wir gehen mal gucken, was da hinten los ist. Ah, das ist wahrscheinlich der Flugzeugträger, oder? Es regnet übrigens. Okay. Was nicht unbedingt schlecht ist. Jetzt dauert es halt wieder ewig, ne? So, kann ich schneller fahren? Kann ich bestimmt. Rohr 4 geladen. Rohr 4 ist geladen. So, jetzt passiert wieder was. Oder nicht? Kleine Gruppe. Okay. Ah, das waren nur Flugzeuge. Wir fahren jetzt einfach mal dahin. Mein Elektromotor geht in Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Kann ich auf Diesel wechseln? Wechseln auf Dieselmotor. Ja, machen wir mal. Geht vielleicht schneller. So, jetzt sind wir in der offenen See. Das heißt, wir fahren etwas schneller als sonst, rein theoretisch. So, hoffentlich geht uns hier nichts kaputt. So wie das letzte Mal. So, Flugzeugträger Nordsee.
Wir sind nun in dem Gebiet, in dem Flugzeugträger lokalisiert wurde. Die Sichtweite ist sehr gering. Entsende Kühler zum Turm, wo er uns an der Zieloptik bei der Suche nach dem Feind unterstützen wird. Das werden wir tun. So, wo ist der Kohler? Der Kohler ist hier. Ich sage mal Kühler. Der heißt auch Kühler. 100 Pro heißt der Kühler. So, dann gehst du mal zum Turm. Ich sehe nichts. Gut, wir machen das jetzt so. So, wo ist es denn? Wo ist denn die Optik? Use Attack Periscope, Use Targeting Sight. Das dürfte das sein. Bestätigt. Bestätigt. Wir brauchen den Sichtkontakt zum Feind, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen. Schlage ich vor, Köhler etwas zu helfen. Wähle ihn aus und drücke zweimal auf den hervorgehobenen Knopf, um ihn freie Unterstützung zu unterstellen, die den Offizier bei der Oberservierung helfen. Oberservierung, steht da wirklich? Und somit die Sichtweite des Bootes erhöhen. So, machen wir das nochmal. Also, zweimal auf den hervorgehobenen Knopf. Okay, welcher Knopf ist das? Der hier. So, jetzt helfen ihm haufenweise Leute. So, jetzt gehen sie mal alle hier hoch da. So, Köhler, auf geht's. Und alle anderen folgen. Uiuiui. Ja, geht ihr nun alle hoch oder was? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, wir gehen mal auf Köhler. Beobachten und Ziellösungen ermitteln. Das machen wir mal. So, ich sehe etwas. Wir haben den Flugzeugträger entdeckt. Er hat sich vor seiner Kurve entrennt. Und denke, angemessen Abstand zu wahren und nicht entdeckt zu werden. Klicke auf die hervorgehobene Schaltfläche und wähle die erste Fahrstufe nach den Motoren. Oder so ähnlich. Kapitän? Ja. Das ist dann das. So, was ist die erste Fahrstufe? Klicke auf die hervorgehobene Schaltfläche und wähle die erste Fahrstufe nach vorne für die Motoren. War das richtig? Ja, scheint richtig gewesen zu sein. Hervorragend. Beginnen wir mit dem Zielen. Wähle Offizier Köhler aus. Mache ich. Herr Kaloy. Und nun? Klicken wir auf das Boot wahrscheinlich. Flugzeugträger. Hm. Hat das jetzt geklappt oder hat das geklappt? So, wo ist der gute Mann? Wir versuchen das nochmal. Ja, muss ich denn irgendwas machen? Er berechnet jetzt den Torpedokurs. Das scheint wohl korrekt gewesen zu sein. Denke ich mal. Ich habe aber keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Sehe ich denn den Flugzeugträger? Hier nicht. Hm. Ja, und nu? Passiert hier irgendwas oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, es sind 8 Kilometer. Schafft er das? Schafft er das nicht? Ich habe keine Ahnung. Puh. Ich habe echt keine Ahnung. So, was ist denn hier los? Wenn ich hier drauf drücke, kann ich Informationen sammeln, aber ich sehe keine Ziele. Zum Teufel. Muss ich jetzt noch ein bisschen weiter vorfahren? Zurück? Dieses Tutorial bringt mich echt um den Verstand. Es sieht alles gut aus. So, wir können einfach mal um das Boot gehen. Da hinten sind die Flugzeugträger. So,
Neumann ist da, Köhler, was machst du? Vielleicht bin ich noch einfach zu weit weg. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal näher ran. Vielleicht passiert ja dann was. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja ein paar Kilometer weit näher sein. Ein paar Kilometer weit näher. Es ist halt nur ein Flugzeugträger, eigentlich. Fährt er weg? Ich glaube nicht, oder? Man wird mir schon sagen, was passiert. Es sieht eigentlich alles gut aus. Ich habe noch keine Verletzten, nichts. Wir fahren Richtung Flugzeugträger. 3 Kilometer entfernt. Was gut ist. Vielleicht funktioniert es dann gleich, wenn wir die Sicht haben. Ja, würde ich gerne tun. Ja, Torpedo ausrichten. Ja, berechne doch jetzt mal das Ziel. 3%, 4%, 6%. Sehe ich denn jetzt schon das Ziel? Wahrscheinlich nicht. Muss ich anhalten? Ich würde sagen, wir halten einfach mal an, damit er den Kurs berechnen kann. Mal etwas schneller gemacht, damit das auch schneller funktioniert. Er hat 51% berechnet und könnte jetzt. Klicke mit der linken Maustaste auf den Flugzeugträger in der Liste. 51%, echt jetzt. So. Dann öffnen wir mal das Torpedo-Interface. So, klicke nun auf die Torpedorohre, um sie der Reihe nach zu fluten. Wir schießen einfach alles ab. Rohr 1 bewässert. Okay. Rohr Nummer 1 ist los. Rohr Nummer 2 ist los. Torpedo 3 und ab die Post. 4. Und auch der fünfte. Alle sind jetzt weg. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal gucken, was passiert. Kann ich das auch wieder wegmachen? Nö. Was ist das? Das will ich nicht. So, jetzt haben wir die Kamera auf den Flugzeugträger ausgerichtet. Ich bin mal gespannt, ob wir den vielleicht treffen. So sieht der Flugzeugträger aus. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Wir werden es gleich sehen. Ich lasse es. Okay, halber Weg zum Ziel ist doch schon mal gut. Wir sehen alle Kilometer. Wir sehen alle Torpedos hier schön. Und ich denke mal, das wird ein Volltreffer werden. Wir sind hier nochmal beim Flugzeugträger. Ihr seht natürlich nichts, es ist immer noch Nacht. Ja, es ist 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Naja. Puh, ich bin mal gespannt.
Alle fünf Torpedos werden treffen, werden nicht treffen. Britischer Flugzeugträger. 4, 3, 2, 1. Und jetzt? Kaboom. Okay. Der dritte hat gesessen. Der vierte hat gesessen. Okay. Das ist so geil, der Aal ging daneben. Ja gut, der wird sinken. Flüchte vor der Eskorte. Wir geben mal Vollgas. So, man hört den Alarm der Geleitschiffe. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns entdecken. Entsende schnell einen Offizier zu den Ventilen. Das machen wir natürlich, wie immer. Wir gehen auf... Nein, ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Ich will ja. So, wer hat Zeit? Cola. Ach ja, es ist schön zu wissen, dass man was tun kann. Er geht jetzt mal zum Kartentisch. Ich will zum U-Boot, ich will zum U-Boot. Ansicht verlassen. So, wo sind die Ventile? Hier sind die Ventile eigentlich. So, dann mal ab die Post. Wie tief tauchen wir denn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wie wär's denn mal? Wir gehen mal auf 80 Meter. 180, okay. So, wenn ich unter Wasser bin, kann der Neumann das Hydrophon nutzen. Wo ist er dann? Befehle einem beliebigen Offizier, den Kreiselkompass auszurichten. Der nützt bei der Flucht unter Wasser nicht viel. Okay. Wo ist er dann? Das ist der Kartentisch. So, wer war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendeiner macht das wohl. Wir tauchen übrigens gleich. So, passiert denn irgendwas? Außer, dass wir jetzt tauchen. Wenn es dann mal losgeht. Okay, mach das. Und vielleicht noch die Lüftung anschalten. Echolot. So, tauchen wir denn jetzt bereits? Nö. Das will ich nicht. Ich will tauchen. Ja, dann mach doch einfach mal. Kann ja nicht schwer sein. So, Kartentisch. Es geht gleich die Luft aus. Ich kenne das. Lichtschalter. Da ist die Lüftung. Ja. Wer kann denn die Lüftung? Was macht der eigentlich? Schlafen. Einschalten. Mach mal. So, wir tauchen übrigens gerade. Es ist 3.20 Uhr in der Früh. Was jetzt nicht schlecht ist. Jetzt machen wir auch die Lüftung an.
Zu Befehl. Ach ja. Wir machen die Luft noch voll mit dem Zeug. Habe ich irgendwo gesehen. Wird wohl helfen. So, flüchte vor der Eskorte. Werden wir tun. Fahren wir schnell? Ja, wir fahren schnell. Und wir tauchen immer noch. Alles läuft nach Plan, würde ich sagen. Man sieht nichts, weil es dunkel ist. Gut so, oder? Ach Gott, Leute, ich sag's euch. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Dann kann ich mal das richtige Spiel anfangen. Aber so ein Tutorial ist wichtig. Man weiß oder lernt, was man alles tun muss. Oder auch nicht. Was haben wir eigentlich hier noch? So, gelange zum Hafen. Leider müssen wir hier Schluss machen. Über das weitere Schicksal der Besatzung erfährst du mehr in einer der anstehenden Aktualisierungen. Wenn du weiterspielen möchtest, empfehlen wir den Sandbox-Modus, auswählbar im Hauptmenü. Nachdem du das Tutorial abgeschlossen hast, solltest du bereit sein, dich den Herausforderungen zu stellen, die die alleinige Führung einer U-Boot oder eines U-Boots mit sich bringt. Wir helfen dir das Spiel, oder wir hoffen, das Spiel hat dir Spaß gemacht. Oh ja, denk daran, uns deine Verbesserungsvorschläge und die Probleme, auf die du gestoßen bist, mitzuteilen. Danke für deine Zeit, Deepwater Studio. Ja, was soll ich sagen? Das war das Tutorial. Das heißt, wir werden jetzt so oder so entkommen. Wir haben zum Hafen gefahren und könnten jetzt anfangen mit einem neuen Spiel, mit einer dieser neuen geilen Missionen. Ich wähle es doch einfach schon mal aus. Wir nehmen das U96. Das ist eins der ersten. Wir spielen alles metrisch. Spielmodus normal. Wir werden ja den normalen empfohlenen Modus spielen. Wir spielen auf Deutsch Dunkle Nächte wieder aus. Eigentlich alles so wie es war. Kollision, alles gut. So, nur mal um zu gucken, wie das Ganze anfängt, damit ihr das seht. Dann habt ihr eben das Tutorial 1 gesehen. Tutorial die zweite Hälfte mit dem Abschuss des Flugzeugträgers. Und jetzt können wir unseren Kommandanten noch anpassen. Das machen wir nochmal schnell. Und zwar kann ich ihm sagen, hey, juhu, gibt es auch was Pinkes? Pink wäre schön, Pink wäre schön. Nö, das sieht auch gut aus. Jacke 6, Jacke 5, lässig, das hat was. Das auch? Nein. Ja, das ist geil. Und dazu noch ein schöner Sound. Hemd. Nummer 4, Nummer 3, Nummer 2. Was haben wir denn ganz unten? Es ist schon sehr viel. Oh, gab es da? Das ist auch geil. Das ist herrlich. Ach Gott, Hemd 1 ist geil. Gut, rein theoretisch müssen wir wirklich mit der Jacke hingehen. Ne? Kann ich beides machen? Jacke und Hemd? Weil dann würde ich sagen, nehme ich... wo war es denn? Nein, Hemd 1 nicht. Das würde ich nehmen. Ach, ist das geil. So, Hose gibt es nur zwei oder eins, also eine mit Hosenträgern, finde ich cool. Fernglas, was nehmen wir denn als Accessoire? Pfeife oder keins oder Brille. Ja, Brille käme mir ziemlich nah. Brille 2, Augenklappe, der Pirat. Augenklappe Nummer 1, Augenklappe 2, Fernglas. Ich würde sagen, wir nehmen Brille Nummer 2. Sieht gut aus. Dann Accessoire Nummer 2. Könnten wir jetzt die Pfeife noch nehmen? Ah, ich mag das. Oder wir nehmen das Fernglas. Nein, das Fernglas nehmen wir nicht. Die Augenklappe auch nicht. Die auch nicht. Nein, wir nehmen wirklich, wir nehmen die Pfeife. Das bin ich. So wie ich leib und lebe. Mütze. Nehmen wir eine Schirmmütze. Wir nehmen keine. Das heißt, wir haben einfach mal eine Glatze. Die Schirmmütze macht schon was her. Mütze Unteroffizier 1-2. Dann so eine Lederhaube. Lederhaube alternativ. Das ist auch geil. Ich liebe das. So, was nehmen wir denn noch alles? Mütze. Ja, genau, die Bommelmütze. Macht natürlich Sinn für einen U-Boot-Kapitän. Ja.
Schöne Sachen gibt's ja da. Nein, komm, wir belassen es wohl bei der Schirmmütze des Kommandanten. Macht am meisten Sinn. So, was gibt's denn für Frisuren? Es gibt Haare 1, Haare 2, Haare 3. Okay, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, wir lassen die Glatze oder machen wir. So, wir machen mal kurz die Schirmmütze weg, sagen keine und schauen uns mal an, was für Haare gibt. Wenn wir schon dabei sind. Ja, genau. Was für Haarschnitte, Leute. Fast wie damals. Nein, wir belassen es bei der Glatze und nehmen wieder unsere schöne Schirmmütze. Was haben wir dann noch? Der Bart. Der Basic Bart 3 oder Bart 1. Das ist ein 3-Tage-Bart, 5-Tage-Bart. Eine Woche bis zwei, kommt auf die Person drauf an. Wir nehmen ihn hier. Sehr schön. Haarfarbe grau, rot, blond, braun. Wir nehmen braun. Hautfarbe, was nehmen wir denn Schönes? Weiß. Das ist auch geil. Ich will so aussehen. Und der Gesichtstyp. Jetzt bin ich mal gespannt. So 12, 11, 10. Ach geil. Dann lass uns mal unten anfangen. So, Typ 1. Guck mich an. Typ 2, Typ 3, nein, Typ 4, Typ 5, Typ 6, Typ 7, Typ 8, Typ 9, Typ 10, Typ 11, Typ 12 und Typ 13. So, welcher sieht dann am besten aus? Komm, wir nehmen den 13er, das passt. Das war's auch schon. Und dann gehen wir weiter. Ich finde, unser Kapitän sieht gut aus. Kann ich auch noch The Voice auswählen? Es gibt nur einen Voice, okay, das ist dann dieser schlecht synchronisierte Typ. So, wir nennen ihn auf keinen Fall Klaus Graf. Wie nennen wir unseren Kapitän? Typisch deutscher Name. Genau, Hans van der Lucke. So nennen wir unseren Kapitän. Und dann gucken wir, was passiert. Und danach, wenn wir wissen, was passiert, wissen wir, was im Let's Play Nummer 3 passiert, dann werden wir sehen, was Sache ist. Aber es macht tierisch viel Spaß. Explosionen von Wasserbomben bewirken, dass ihr Boot aufgrund des Lärms für einige Zeit von Sonaren nicht geortet werden kann. Oh. So, ich nehme nochmal einen Schluck. Während hier noch geladen wird. Macht gleich wieder Lust auf die Serie Das Boot. So, Hans van der Lucke, da ist er. Was auch immer er tut. Habe ich jetzt das Menü? Ich habe ein Menü. Ich kann hier auswählen, dasselbe wie vorhin auch. Alles wie gehabt. Hermann Olderb ist dabei. Wen haben wir noch? Östermann, Öldop, Hagenau. Dann haben wir Wächter und Luke, van der Luke. So, warum erinnert mich der eine an etwas anderes? So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir unser Lager. Irgendwo gibt es noch Leute, die Missionen verteilen. Ist das La Rochelle oder ist das Wilhelmshaven? Ich habe keine Ahnung. So. Da ist der Rekrutierungsoffizier. Und hier haben wir den leitenden Offizier. Bei ihm können wir wahrscheinlich unsere. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Gute Arbeit. So, haben wir neue Befehle vom Oberkommando. Ich möchte um Gefälligkeiten bitten. Dann zum Hauptquartier. Okay. Vom BDU. Streng geheim. Natürlich, streng geheim. So, und hier können wir dann unsere Missionen wählen. Es gibt Patrouillenfahrten, es gibt zusätzliche Befehle. Das wäre jetzt der erste. Das ist die Patrouille, dann noch eine Patrouille und dann der Hafen in Portsmouth. Das habe ich letztens gesehen bei einem Kollegen online und es war mega lustig. Da wage ich mich aber doch noch nicht ran. So, der Befehl lautet, zum Operationsgebiet C nach North Atlantic zu reisen und darin
2000 Kilometer zu patrouillieren. Es erfolgen möglicherweise weitere Befehle, nachdem das Gebiet erreicht wurde. Belohnung sind 10.000. Schön. Versenken Sie feindliche Handelsschiffe mit einer Bruttoregister. Okay. Tonnage von 4.000 Tonnen. Gibt es nochmal 10, sind 33%. Dann haben wir eine BD-Patrouillenfahrt. Befehl lautet, Operationsgebiet BD im North Atlantic zu reisen, 2250 Kilometer zu patrouillieren. Es erfolgen möglicherweise weitere Befehle, nachdem das Gebiet erreicht wurde. Versenken Sie feindliche Handelsschiffe mit einer Bruttoregistertonnage von 7000 Tonnen. Das ist dann Horst Schneider. Was ist Horst Schneider? Gibt es da was für ihn? Für das Zielgebiet wurden starke Winde prognostiziert. Okay, und das ist eben der Hafen in Portsmouth im Englischen Kanal. Der liegt, glaube ich, hier oder hier liegt er. Den muss man angreifen, indem man in den Hafen fährt, unbemerkt bei 8 Meter Wassertiefe bleibt, wie Rohr 1 geladen. Ist okay. Und ja, bei 8 Meter Wassertiefe unentdeckt bleiben, 2 Korvetten zerstören und dann wieder abhauen und die ganzen ja, Boote, diese kleinen Schnellboote verfolgen ein, schmeißen Wasserbomben. Es ist interessant. So, ich würde sagen, wir spielen aber das nächste Mal genau diese Mission. Ich verlasse euch jetzt und sage gute Nacht, guten Abend, guten Morgen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play zu U-Boot. Macht's gut, ciao, ciao, für euch am Mikro, war der Frank.